Wir führen den Auftrag aus. Wir sind die Einzigen, die eins davon abhalten können, Manticore einzusetzen. Wir sind nur drei. Gegen eine Armee. Das ist Selbstmord. Das stimmt. Aber er hätte es getan. Okay. Hast du eine Idee? Nur eine. Wuhu! Ich bin dafür. Es war ein Plan, wie nur Gideon ihn sich ausdenken konnte. Ein Frontalangriff auf Ions Festung mit den beiden Mechanzügen aus der Basis. Drohnen bringen uns rein, danach sind wir auf uns gestellt. Sentinel 2-1, messen noch immer hohe Kontamination in der Stadt. Können keine Bodentruppen zur Unterstützung schicken. Over. Verstanden, Kingpin. Es nähern sich mehrere Kampfboote. Ich sehe sie. Feuer frei auf diese Boote. Schön hochjagen. Boote! Guter Schuss! Boote, Boote, Boote! Schwarmmaschinen bereit! 200 Meter bis zum Absprung! Oh, kein Treffer, klar, ihr müsst jetzt hier mit dir. Scheiß du. Oha. Wasser frei. Bereit machen zum Absprung. Das war's. Absprung. Feature, Absprung. Uhu. Kingpin, wir sind unter der Oberfläche. Nähern uns dem Angriffspunkt. Achtung, 2-1. Wenn Sie den Start nicht verhindern können, müssen wir die Kommandozentrale angreifen. Damit riskieren wir weitere Manticore-Kontamination. Aber das ist unsere einzige Chance. Wenn ihr das nicht stoppen könnt, dann verschwindet von da. Verstanden. Schau, hier unter Wasser kann ich nicht schießen. Aber gucken. Hey. Da vorne ist die Bresche. Gideon, die Thermoanalyse ergibt Spitzen in der Kommandozentrale. Der Abschuss steht kurz bevor. Das schaffen wir. Wenn die Dinger sich mal beeilen würden, springen können sie wie blöde. Mir nach. Ich folge dir. Oh, die Fallout-Kiste. Bestimmt ein paar Haarklammern drin. Elona, wir sind drin. Du solltest genau neben der Startplattform sein. Sicherheitsverstoß im Silo. Alle Einheiten sofort im Sektor 4 sammeln. Oh, warum dauert das so lange jetzt hier? Schwarmraketen bereit. Sehr schön. Raketen bereit. Hauptgeschütze bereit. Komm. Nicht autorisierte Personen im Kontakt. Sektor 4. Wiederhole. Nicht autorisierte Personen im Sektor 4. Der Kittling hat die Scharfschütze, Alter.
So, haut ab. Wollt ihr die wirklich anlegen? Die Rakete ist geschützt. Wir brauchen einen anderen Zugangspunkt. Benutzt die Lüftungsschächte auf der unteren Ebene. Verstanden. Treppen runter. Immer weiter vorwärts. Also wenn so ein Ding auf mich zukommen würde, würde ich den Bein in die Hand nehmen. Ach, das sind die hier mit den Poweranzügen. Ach so. Was ist los? Schießt jetzt hier so rum, Pfeife. Untere Ebenen. Es gibt einen Zugangspunkt zu den Lüftungsschächten voraus. Ich gebe die Position durch. Hab sie! Los und weiter! Wir sind auf dem Wege. Boah, ist aber sputen. Da ist die Luke. Mitchell, hier drüben! Ja, ich stehe vor. Ich kann nichts machen. Gideon. Und 10. Ja. Ist auch schon rum. Ah, ein richtiger. Oha. Gideon, lass
Oh, los! Wow! Haben wir jetzt verkackt oder was? Los, weiter! Ja, ich gehe, ich laufe! Müsste schon langsam verglüht sein. Ah, da ist er doch. Schieß alles drauf, was du hast. Ich mache. Immer weiter. Schieß auf den Antrieb. Schieß auf den Antrieb. Hat's gereicht? Willkommen, sag ich, das hat nicht gereicht. Sie konnten. Oh, habt ihr alles drauf geschafft, was geht? Gideon, lass mich gehen. Na los jetzt. Gereicht? Ja, diesmal gereicht. Mitchell, halt durch! Geschafft! Der Start ist verhindert! Ich bring dich hier weg. Halt nur durch! Kontakt! 10 Uhr! Komm noch mehr! Wehr sie ab! Kontakt! Ach, Mist! Oh, Mitchell, du bist eine Pfeife! Mann! Geht doch. Geht doch. Geht doch. Wir müssen weiter. Bleib bei mir. Sentinel 2-1, Stadtverteidigung versagt. Atlas-Truppen brechen zusammen. Wir schicken unbewandte Einheiten zur Unterstützung. Sehr schön. Verstanden, Kingpin. Der Start wurde abgebrochen. Wiederhole, Start abgebrochen. Bestätigen? Kingpin, bitte komm! Ilona, empfängst du? Verdammt, wir sind abgeschnitten. Wir müssen los. Dieses Gebäude wird jeden Moment beschossen. Oha. Ich sag, du musst versuchen zu gehen, Mitchell. Ich muss Licht finden. Hallo, Mitchell. Keine beschissene Bewegung. Darum bitte ich auch euch. Hackt unsere Exos! Keine Munition mehr! Ihr verlasst euch zu sehr auf diese Dinge. Die Stadt fällt, es ist vorbei. Was ich begonnen habe, endet nicht mit mir. Es ist größer als ich und sehr viel größer als ihr. Ihr denkt, ich bin ein Monster? Ja. Das liegt nur daran, dass euch die Überzeugung fehlt, das Nötige zu tun. Das Nötige?
Der Angriff gegen Amerika, die Freisetzung von Manticore, der Tod von tausenden unschuldigen Menschen. Ich rette die Welt vor sich selbst. Wenn niemand mehr da ist, der Atlas herausfordert, gibt es keine Kriege mehr. Es musste Opfer auf diesem Weg geben. Aha. Ja, das haben schon viele kranke Penner in der Geschichte gesagt. Sie wissen nicht, dass wir den Start verhindert haben. Dieser ganze Bau wird über ihnen zusammenbrechen. Ich hätte dich im Gefangenenlager töten können. Ich könnte dich jetzt töten. Aber ich tue es nicht. Ich bin kein Monster. Mitchell, versuch dich aus dem Exo zu befreien. Na los! Oh, der Arm sieht aus. Junge, Junge, Junge. Ja. Jetzt mich. Es funktioniert nicht. Keine Zeit mehr. Wenn er entwischt, war das alles umsonst. Geh. Jetzt. Okay. Eins darf nicht entkommen. Sehr lang. Beeilung, Mitchell. Immer weiter. Du Hurensohn, komm her. Da läuft er. Oh. Guck ich dir. Mitchell, zieh mich hoch. Ich lass nicht los. Du musst mich hochziehen. Mitchell, es gibt zwei Möglichkeiten. Du ziehst mich hoch. Oder der ganze Bau stürzt ein, mit uns drin. Da gehen die Eier, wa? Mitchell! Was tust du denn? Was tust du? Mitchell! Ich gab dir den Arm. Mitchell! Ich gab dir eine zweite Chance. Nimm deinen Arm mit, du Penner. Brauch ihn nicht. Ziel erfüllt. Ich hab dich, Kumpel. Ich hab dich. Es konnte immer nur ein Ende für ihn geben. Das ist korrekt. Wenn wir auf die Welt kommen, sind unsere Augen geschlossen. Bei den meisten ändert sich das ein Leben lang nicht. Eins hatte seine Augen geöffnet. Er sah die Ungerechtigkeit in dieser Welt und dachte, er hätte die Lösung. Wenn er sie wirklich gefunden hatte, dann hat er sie mit ins Grab genommen. Da steht Atlas in Flammen. Sehr schön, das war's. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Lasst doch mal einen Kommi da und ein Like, wenn es euch gefallen hat. Wir sehen uns dann zum nächsten Let's Play. Tschüss, Leute, ich bin raus.